Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge T-Birds. Und ich bin tot und ich habe minus einen Punkt. Und hier steht unsere Flagge und der Amarin ist auch dabei. Und ich weiß, ob es so schwul zu reden. Weil Amarin unsere Flagge gecaptured hat. Nein. Quatsch. Nein. Das Amarin. Ich bin. Alter, warum mag ich T-Birds immer, wenn ich aufnehme? Ich bin eigentlich besser geworden in T-Birds. Man sieht es hier leider nicht, weil ich immer in den Aufnahmen abnehme. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Dafür, dass ich es immer noch nicht kann. Aber ich bin besser geworden. Wie du kein Immunium hast. LOL! Ah, so geht sowas. Ich erinnere mich noch an den Satz aus der, zweiten Folge von dir. Miep ist ja sehr produktiv. So, so geht sowas, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir schaffen jetzt sicherlich irgendwie nicht da. Warum passiert das mir immer? Warum falle ich immer runter? Kann jetzt mal jemand noch in dieses Spiel reinschauen? Alter, was soll denn der Scheiß? Hat jemand im Team jetzt gejoint? Ist jemand gejoint, kannst du wechseln zu meinem Team? Ja, wie jemand das? Geliebt. Ja, mit SISC und zu grün steht dann, zu rot geht, steht dann da. Es zu rot, zack. Gut. Weil wir haben gesagt, wir waren in den früheren damaligen Folgen immer gegeneinander, Jonas und er gegen mich, und jetzt sind wir halt miteinander. Wir sind zwei Player in unserem Spawn. Alter, warum falle ich immer runter? So, wo bist du? Amari? Gerade drüben bei der anderen Seite. Bei der blauen, oder was? Meine Flagge! Alter Vater! Ja, was denn? Nein, du Blödsau, ey! Mami! So, wartet bis der... Dann. 45 mal. Jetzt überrennen wir sie und ich habe die Flagge nicht. Oh, warte, komm, Amarin. Wir müssen zusammenhalten. Bleib schön hier. Hol du die scheiß Flagge. Lebst du noch? Diese fucking Arschlöcher sind mir die ganze Zeit im Weg. Alter. Ja, komm, geh nochmal. Los. Gehen wir nochmal. Ich gehe wieder oben rüber. Hier. Achtung, da kommt einer von oben, von also aus der Richtung von dem Down. Alter, wie die sich dich. Alter, die haben sich die ganze Zeit an mir aufgegeilt. Nein, ja, mit das dem, ist immer voll nervig. Mit dem Seil, das regt so auf. Aber 25 Punkte ist jetzt eigentlich nicht gut für den ersten. Ah, geil, endlich mal wieder. Ah, wir sind endlich mal auf einer anderen Map. Freut mich natürlich. Wechselt bitte zu meinem Team. Ich habe aber gerade voll gute Waffe und alles. Komm bitte, es ist eh nur aufwärmen. Deine Waffen gehen wieder weg. Das weiß schon. Zu blauem Team. Du bist der Erste mit 0 Punkten. Sagt, wow. So eine Leistung. Ist jetzt Aufwärmphase vorbei? Ja. Logo. Oh, sorry. Da ist schon jemand mit der Flagge. Alter, die Map ist ja auch nervig. Alter!
Willst du mich eigentlich verarschen? Da ist ja der Blaue mit unserer Flagge und ist reingefallen. Die Nersen jetzt sagen würde. Von den Simpsons. Alter, eure 100. Folge von Fette Biest ist voll übertrieben. Ja klar, wir sind auch übertrieben, also. Zwei Stunden und eine Dreiviertelstunde. Ja klar. Alter, jetzt falle ich auch noch darunter. Die Map ist irgendwie scheiße. Ach, findest du die Map gut? Ja, ich find's gerade etwas nervig, weil halt die anderen besser sind, aber sonst finde ich's ja, ganz witzig. Ja, die Map sieht gut aus, aber ich find das nervig mit diesen Stacheln da unten, Mann. Ja, ist schon nervig. Kommt, ich hol eure Flagge hier, nutzen! Ich hab die... Ich bin tot. Oh. Ja, sorry, was soll ich machen mit den Stacheln da unten? Keine Ahnung, nicht da reinspringen? Ja, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Oder einfach, leichter gesagt. Alter. Ich habe noch keinen einzigen Kill gemacht, oder was? Ich habe minus einen Punkt und du hast zwei Punkte, was ich nicht so toll finde. Ups. Alter! Alter, so ein kleines Arschloch, ey. Okay. Warum bin ich immer in diesen Aufnahmen so scheiße? Weil ich gerade auch voll noobig bin. Du hast wenigstens Pop. Alter, ich hab die letzten Tage so sau viel T-Worlds gespielt und war jetzt die letzten Male übelst gut mit dem Hangeln und so. Sorry, du Typ, der mich gerade, mit dem Hangeln und so und, ja. Boah, heute fragt mich einer, hey, du bist doch YouTuber, kennst du die IP vom Mega-Projekt-Server? Das ist so nervig. Ja, auf jeden Fall. Komm jetzt, das heißt, mein Freund. Hallo, das heißt, klar, hallo, ich YouTuber mit, heißt mit nicht gleich, dass Jahr man was? Jeden, dass man von allem eine Ahnung hat, was die andere Let's Player machen. Das heißt erstens nicht und zweitens heißt es nicht, dass wir davon eine Ahnung haben, was irgendwelche Server sind oder sonst was. Ja, jetzt, ihr Nutzen! Ich war vor der Flagge, ich bin letzter, ich hab minus 2 Punkte, wie soll das denn weitergehen mit meinem Leben? Keine Ahnung. Google? Schäm dich. Deine Mutter. Schäm geht nicht. Was Pogo schafft. Der steht neben unserer Flagge und sammelt die nicht ein. Zimmerte! Pogo-Schaf. Disco Pogo. Wer das Lied noch kennt, der ist. Kennt noch die Art. Ja, Nutzen! Mann, ich steh so. Ich steh so oft kurz vor der Flagge. Heißt, wer das Lied noch kennt. Sie machen doch gar keine Lieder mehr, oder? Alter, so ein Arsch, der hat mich gekillt. Noch Lieder? Was? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Alter, sie sind auch ein schlechtes Team. Weißt du, was ich vorschlage? Dass ich jetzt. Quatsch, das machen wir in der nächsten Folge. Autsch, ich bin tot. Ich habe aber wenigstens plus eins, du. Wow, ich hab minus 2. Warum noch? Lass mich auch die ganze Zeit killen, nur dass ich die Flagge kriege. Vielleicht sollte ich mal mehr selber killen. Ich hab minus 1. Selber killen und Flagge stehlen, das solltest du mal beides ja, machen. Ja, das, aber ich will mich eher auf 1 konzentrieren. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt aufs Killen. Ich wollte von die Blauen abballern, weil wir gerade gegen die Blauen gespielt haben. Free. Die Roten stinken nach Magie und nach Magie. Alter, die haben mich zu 2 down gemacht, aber davor habe ich noch 2 down gemacht, also. Tja, ich würde sagen, fail. Fame!
Bot. Haben wir irgendwie. Warum sind unten Stacheln? Das gilt nicht, Mami. Sollte mich der J2K mal hören. Ich hab letztens deine Eltern gesehen. Zwei sehr nette Herren. Ja. Ich mag dich nicht, J2K! Du bist blöd! Du bist im falschen Team! Du stinkst nach Magie und nach Magie! Alter. Magnete, Alter. Hey, ich war ja im Kino. Aber da kam Dings Werbung. Bei was? In was für einem Film? Da kam Werbung für Ben & Jerry. Leute, jetzt habe ich minus 4 Punkte. Ja, ich war in Rush. Nur zu empfehlen. Okay. Einer der besten Filme dieses Jahr. Klingt nice. Ich habe zwar die anderen nicht gesehen, aber also dieses Jahr. Du hast ja die meisten Filme überhaupt gesehen. Also, ich habe viele Filme gesehen. Dieses Jahr Kino halt. Und zwar, ist ja eine echte Geschichte mit James Lauder, genau. Mit Niki Lauder gegen James Hunt, dieses Ey, das ist echt krank, was da gewesen ist, was die früher auch für Sicherheitsbedingungen bei der Formel 1 hatten. Das ist, war echt ein Witz gegenüber dem heute. Ich meine, die hatten keinen Brandschutzanzug und alles und waren einfach nur... Oh, falsch. Ja, das war schon heftig. Der Unfall war wirklich übertrieben. Da sind dann noch zwei andere Fahrer in Lauda reingerast und haben den dann versucht rauszukriegen. Haben es dann auch geschafft, erst nach einer Minute. Und überleg dir mal, eine Minute bei 180 Grad Flammen ohne einen feuerresistenten Anzug. Ja, ich würde sagen, das wird ein bisschen heiß. Nice. Nein, heiß, habe ich gesagt. Ja, ich weiß, ich wollte was sagen, was darauf reimt. Autsch. Also war schon schlimm. Ja. Aber nur zu empfehlen, der Film. Und jetzt habe ich... Oh, hi. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, jetzt habe ich vor am Samstag, also die Aufnahme ist jetzt Montag, im österreichischen Fernsehen. Okay. Nein, wir wohnen in Deutschland. Aber was im österreichischen Fernsehen? Im ORF 1 habe ich noch eine Doku gesehen über Niki Lauda und James Hunt. Alter, das war auch richtig krank. Der James Hunt ist ja mit 45 an einem Herzinfarkt gestorben. Und was ich auch geil finde, was Niki Lauda am Ende vom Film sagt, als ich James das nächste Mal begegnete, das nächste Mal begegnete ich James in London 10 Jahre später und er kam mir barfuß mit einem Fahrrad, das einen Platten hatte, entgegen. Na ja, okay, das ist natürlich auch geil. Der hat halt nur Partys gemacht und ist dann halt mit 45 gestorben. Der hat nur einmal Weltmeister werden wollen, der hat dann komplett aufgehört mit der Formel 1 und mit Rennen fahren. Und ich merke gerade, während ich rede, werde ich irgendwie besser im Team World spielen. Und, also erzähl weiter, kleine Erzählschlampe. Dein Maul. Und zwar... Scheiße, was wollte ich jetzt erzählen? Dass ich minus 3 Punkte habe? Nein. Ja, das vielleicht auch. Der wollte ja eigentlich, wäre Niki Lauda nicht verunglückt, wenn James Hunt nicht gewesen wäre, sozusagen. Okay. Weil, ich will jetzt nicht den ganzen Film spoilern, aber das ist ja noch die Realität. Und zwar, dass der Nürburgring ist ja ein total gefährliche Strecke und bei Regen ist es oder war das vor allem früher total schlimm. Autsch. Überleg dir mal mit den Autos und den Sicherheitsmaßnahmen früher. Ja. Die haben ja sogar die Fotografen lagen neben der Strecke so einen halben Meter von den Autos entfernt auf der Wiese und haben die Autos fotografiert. Und jedenfalls hat der Lauda halt eine Abstimmung gestartet, dass das Rennen abgesagt wird.
Er hat aber, der Hand hat die anderen mit seiner Stimme halt beeinflusst, dass das Rennen stattfindet. Und, ja. Und später war dann ja in Japan das der Grand Prix Ende. Und der Lauda ist nach 6 Wochen, der, ich meine, der wäre ja fast gestorben. Nach 6 Wochen ist er wieder in sein Auto gestiegen und ist Vierter geworden beim Rennen. Ja, sowas erfordert echt Mut. Obwohl Mut und Leichtsinn ist oft sehr nah beieinander bei sowas. Aber eine Szene fand ich... Jetzt Ninja, geh mal da weg, Junge! Eine Szene fand ich so geil. Weißt, bleibt so liegen, mit einem normalen Straßenauto halt, mit einer Frau, die ihn mitnehmen wollte, nach in die nächstgrößere Stadt. Und dann so, streckt er einen Daumen aus, dass er mitgenommen werden will von irgendjemanden oder die mitgenommen werden wollen. Und dann hält er halt nicht an, dann die Frau so, ja, lassen Sie mich mal, ich zeig Ihnen mal, wie das geht. Stellt sich so hin, als Frau mit einem Kleid. Mhm. Ja, oh mein Gott, als Frau mit einem Kleid. Wie poetisch. Jedenfalls fahren welche vorbei, fahren so an denen vorbei. Hinter der Motorhaube vom Auto steht der Niki Lauda. Und dann so halt bremsen sie total stark und dann die Frau... ja, hallo Signora, die waren halt in Italien. Und dann, Niki Lauda, Niki Lauda. Und dann haben sie den voll gemacht, meine Karte ist eine Schrottkiste, aber wenn du sie fährst, bitte fahr meine Karte. Und dann ist der Lauda mitgefahren halt, oder ist gefahren. Und die Frau so, haben sie nicht mehr drauf? Und er, okay, ist so übelst schnell in Italien die Serpentinen da hochgebrettert, bei so einem Obstberg und so. Mit Obstbäumen und ich habe minus 5 Punkte. Ich habe das Gegenteil von dir. Oh mein Gott. Ihr ist dann so noch fast in den LKW rein, die Frau so. Oh. Und es passiert noch einiges mehr in dem Film. Ist jedenfalls ein geiler Film und. Ehrlich, als ich da rausgegangen bin, dachte ich, ich will den Film nochmal sehen. Welche Filme sind denn in letzter Zeit überhaupt rausgekommen? Rush Turbo ist noch rausgekommen. Also ein Scheiß. Ähnlich. Bloß, dass das eine mit einer Schnecke ist und das andere mit echten Menschen. Also mit einer animierten Schnecke. Eine Schnecke ist kein echter Mensch, eine Schnecke ist ein gefakter Mensch. Was kommt noch? Es kam noch, die Folge ist jetzt vorbei und es tut mir leid, dass ich so nubig war und nächstes Mal spielen wir was anderes. Also doch Keywords, aber Keywords. Und jetzt muss Amarin noch was als Abschiedswort sagen. Als Oh ja, also Feed the Beast wird auf jeden Fall kommen. Aber wir haben gerade etwas Aufnahmeprobleme, weil Sacrodox etwas schlechtes Internet hat und deshalb. Was? Ja. Der hat einen Weg morgens von 2 Stunden. Und nein, das nicht mehr. Ach, ist der jetzt umgezogen schon? Ja, klar. Ah, nice. Ich hab's so gemerkt, hättest du mal ich, war, die ich war über die, den Feiertag weg und über den Brückentag und er merkt so, oh, ich bin ja ganz in der Nähe von ihm jetzt. Und zum Ende erober ich nochmal die Flagge und ich hab die Flagge und das müssen wir jetzt noch zeigen, weil ich krieg jetzt die Flagge und ich komm, jawohl. Nein, komm, stirb doch alle hier. Komm, hier, Konzentration. Ja, du bist auf Null. Nein, okay, ciao.